Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wie ihr seht, habe ich diese Folge jetzt gleich am Samstag hinterher mit aufgenommen. Deswegen bin ich am Durchfahren. Aber es bietet sich halt beim Euro Truck einfach an, gleich mehrere Folgen aufzunehmen. Außerdem macht es jetzt ein klein wenig spannender, weil wir ja einen Motordefekt haben. Und jetzt natürlich die Frage im Raum stand, kommen wir an, kommen wir nicht an? Also noch steht sie immer im Raum, wir sind ja noch nicht dort. Aber ich denke, dass wir sie heute beantwortet kriegen. Also da bin ich mir sogar sicher, dass wir die heute beantwortet kriegen. Weil es sind ja nicht mehr viele Kilometer, die wir zu fahren haben. Dachte ich gerade, da käme ein LKW entgegen, aber der wird hier transportiert. Ich würde jetzt auf die linke Spur wechseln, aber da ist ein Auto. Der sieht das, glaube ich, nicht so gerne, wenn ich ihm den verbeule. Ah, ich habe unsere Zielflagge gesehen. Juhu! Dann schaffen wir es hoffentlich auch dorthin und können dann erstmal eine Werkstatt aufsuchen. Und anschließend uns das nächste Ziel raussuchen. Bin ich mal gespannt, wo es uns dann hin verschlägt. Navi gerade mal, nein, das ist noch grün genug. Oh, was steht denn da? So, wir müssen da lang. Kelmsford, oder wie auch immer das jetzt hier ausgesprochen wird. Slow. Erster Aufenthalt. Sehr schön. Und die Fabrik ist, wenn ich das richtig sehe, ziemlich hier am Ortsanfang. Das ist perfekt. Da kann ich jetzt nicht einfach... Und da ist auch eine Werkstatt. Das ist ebenfalls perfekt. Die können wir dann nämlich anschließend gleich mal aufsuchen, dass wir den Truck repariert kriegen. So. Mal links. Wo habe ich die Lenkungskamera wieder versehentlich abgeschaltet? Das war eigentlich nicht mein Ziel. Jetzt ist sie wieder an. Wie gesagt, seitdem die nicht mehr so ruckelig läuft, ist das auch richtig angenehm, mit der zu fahren. So, unser Ziel.
weit genug ausholen, dass wir nicht wieder versehentlich das Tor da mitnehmen. Nein, ich möchte nicht automatisch einparken. Gibt es überhaupt keinen Grund für. Weil das ist ja relativ simple Arbeit. Sowas habe ich schließlich damals im Zivilen so oft genug in der Realität, oder auch später dann mit dem Pferdeanhänger oft genug in der Realität machen müssen. Das Prinzip ist ja bei allen das gleiche. Oh, das wird schief. Ups, Moment, falsche Richtung. So. Sind wir nicht gerade genug drin? Leerlauf so. Nein, nein, nein. Ah doch, halt, passt ja. So. Perfekt. Schauen wir mal, was es an Geld gibt. 2.500 Abzug. Okay, da können wir mit leben. Fortfahren. Wir machen fahren, aber wir müssen jetzt erstmal zur Werkstatt. Die gab es doch hier irgendwo. Da. Da möchte ich hin. So. Da ist frei, das ist gut. Da ist rot, das ist nicht gut. Da können wir jetzt aber... Sind wir gleich bei der Werkstatt, das ist perfekt. Dass wir unseren LKW mal repariert kriegen. Ich hoffe, wir haben genug Geld. So. Oh, perfekt. Grün. Das mag ich, wenn die Ampeln grün werden, wenn ich auf sie zufahre. Obi. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Werkstatt ist. Oh, Mercedes. Ich hoffe, die können auch MAM reparieren. Reparieren? Wo kann ich hier reparieren lassen? Gar nicht? Gar nicht, weil die Werkstatt es nebenan nicht holen muss. Okay.
Das war nämlich nur der Händler. Repariert wird hier. Gut, wäre das Thema auch geklärt? So. Alles reparieren, bitte. Schön. Tut wieder. Die Frage ist, ob wir noch... Nun, boah, wir haben ja noch November, da können wir die Lackierung drauf lassen. Map. Frachtmarkt. Wir sind in Chelmsford. Oh, wir können Hubschrauber transportieren. Zerbrechlich. Ups. Aber mit 49 Euro pro Kilometer natürlich ein Spitzenpreis. Nehmen wir. Ich hoffe, wir schaffen das rechtzeitig. Hoppala. Nicht gleich wieder den Motor kaputt machen. Zwei Minuten brauchen wir, okay. Fünf haben wir. Fahrt, Leute, ich habe keine Zeit. Der Auftrag läuft ab. Nicht, dass sich den jemand anders holt. So. Einmal Hubschrauber holen. Hoppala. So. Genau, der hier. Den nehmen wir an. Hier muss er doch, da ist er doch, ja. Genau. Okay. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Wie sieht's? 61 Stunden haben wir bei 29 Stunden Fahrzeit. Das sieht ganz okay aus. So viel Zeit muss aber sein. Ist doch ein tolles Bild, oder? Ein Hubschrauber. So, wir müssen da lang. Der kann warten. So. Perfekt, wir sind wieder on the road. Mit intaktem LKW. Das ist das Beste. Und einmal Road. Lady in Red oder Ampel in Red. Ampel? Da. Sie ist schüchtern, sie versteckt sich hinter dem Spiegel.
fährst nicht, dann fahre ich. Da kann ich jetzt hervorragend mit leben. Du willst bestimmt nur meine Ladung von hinten sehen. Hubschrauber sieht man ja auch nicht alle Tage. Da ist rot. Ich hatte eigentlich mal gesagt, mir gefallen die Ampeln, die grün werden, wenn ich auf sie zufahre. Nicht die, die rot werden. Wer trötet denn da? Und warum? Kann ja mal mitmachen. So, der biegt ab, das ist gut. So, nein, die Taste wollte ich nicht, das war nämlich die. Tragen wir ein wenig zur Verwirrung bei und machen beide Blinker an. Didelidum, didum, didai. Müssen wir echt auch gucken, dass wir einigermaßen zivilisiert fahren. Wie viel Ladung haben wir eigentlich? 3 Tonnen, wie ich das Ding nur. Das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Da hätte ja so ein 7,5-Tonner gereicht. Okay, die passen noch von der Länge her nicht, aber egal. Das ist ja mal schick. Nahezu kein Gewicht. Ist schon was anderes, als wenn man da 24 Tonnen durch die Gegend kutschiert. Kommt man sich ja fast vor wie so ein leerer Tieflader, der dann so ein Bobbycar draufgeschraubt oder draufgespannt hat. Sie schon ein, zwei Mal auf der Autobahn gesehen. Netter Gag, wie ich finde. Die hatten dann halt wohl eine Leerfahrt und dann Bobbycar vom Sohnemann draufgeschnallt. So ungefähr kommt mir das hier jetzt gerade dann auch vor mit dem Hubschrauber. ...28 Stunden, das werden wir in der heutigen Folge definitiv nicht schaffen. Oh, da wird es einspurig, aber hinter uns ist ja frei, das passt. Und schon dürfen wir auch nur noch 80 fahren. Was sagen denn unsere Restzeit? 4 Stunden. Für die heutige Folge fast zu lang, weil ich muss die vom Samstag jetzt noch rendern, dass sie auch noch rechtzeitig hochgeladen wird. Ich würde sagen, der nächste Rastplatz ist unserer. Ich mache dann zwar hier keine Pause im Spiel, aber Pause bei der Aufnahme.
cool, frei, kein Auto. Kann es auch keine Missverständnisse geben? Warum hat der Nasenbär denn angehalten? Oh, Fähre. Cool. Die nehmen wir natürlich noch mit. Müssen gleich noch mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Oh. Und wir müssen gucken, wie schnell wir fahren dürfen. Sonst wird mir das hier nämlich zu teuer. Da müssen wir rein. Jetzt muss ich aber gerade erstmal gucken, wo wir hin müssen. Nach Rotterdam. Okay. Bevor das Ding hier irgendwelche Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Okay, es gibt nur die eine Strecke. Macht das Ganze natürlich sehr viel einfacher. So, und damit sage ich vielen Dank fürs Mitfahren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder dabei, wenn wir unsere Fahrt hier fortsetzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.